Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Vlog. Ich habe hier gerade eben eine Folge Craft Attack aufgenommen und eigentlich war geplant, dass das heutige Video komplett über Code Overflow geht. Das sind ein paar Unterlagen dazu. Allerdings ist da so ein bisschen was zwischen reingekommen, was ein bisschen mit dem Studio hier zu tun hat und weil ich schon länger nicht mehr gezeigt habe, was hier eigentlich so abgeht, dachte ich, es ist endlich mal Zeit dafür. Aber erstmal gehe ich jetzt kurz duschen. Bis gleich. Vor circa 1,5 Monaten sind wir ja umgezogen, beziehungsweise haben wir den Umzug begonnen. Denn wie man im allerersten Vlog die neue Wohnung vor ungefähr 2 Monaten gesehen hat, war hier noch gar nichts drin. Wir mussten alle Möbel neu kaufen und alles einrichten. Das war ein Riesenaufwand. Und zu der Zeit hatten wir noch kein Internet, weil mein damaliger Anbieter 1&1 ein bisschen Scheiße gebaut hat. Ich hatte im Dezember meinen Umzug angekündigt. Wann wäre mein Scheidungstermin gewesen? Mitte Februar. Deswegen bin ich dann noch zur Telekom gewechselt. Das hat dann auch nochmal für Aufwände gesorgt und was weiß ich was. Aber jetzt bin ich endlich hier und habe ja auch Internet. Und seitdem haben wir jetzt angefangen, hier alles einzurichten. Die Möbel der restlichen Wohnung habt ihr ja schon so ein bisschen gesehen in meinem Vlog, wie ich fast nach Russland geflogen wäre. Was für eine schräge Geschichte. Aber seit circa 2 Wochen, glaube ich, bin ich jetzt auch dabei, diesen Raum hier einzurichten. Es ist endlich soweit. Ja, zuallererst hatte ich ein bisschen Probleme mit dem Schall. Deswegen stehen diese Wände hier. Die werde ich nochmal ein bisschen umfunktionieren, weil die sind ein ideales Overhead-Stabilisierungsstativ. Ich werde ein Video irgendwann zu machen. Und ja, aber man hört trotzdem noch sehr deutlich im Schall. Hier ist noch gar nichts getan. Bis jetzt, ach, ich sage euch einfach kurz, wie der Raum aufgebaut ist. Also hier kommt man rein. Hier stehen aktuell so viele Stühle rum, weil ich erst vor kurzem einen neuen aufgebaut habe im Stream. Hier links ist dann direkt der Arbeitsplatz von Ali, weil da links ist eigentlich nur Chaos und Verderbnis. Da kommt irgendwann mal noch ein Whiteboard hin, aber dazu komme ich gleich. Wenn man dann weiter entlang geht, dann kommen diese Schutzwände, die eigentlich Büroschutz sind, aber gar nicht mal so schlecht für den Schall. Ja, und dann ist mein eigentlicher Arbeitsplatz. Aktuell noch 3 Monitore, später irgendwann 4. Meine kleine Webcam hier oben und der PC hier links. Das wird alles noch irgendwann mal umgebaut. Ich möchte eigentlich mit 19 Zoll Racks und ausfahrbarem Tisch und was weiß ich was alles arbeiten. Aber das Zeug muss man halt alles auch irgendwann mal bestellen. Und da kam ich aktuell noch nicht zu. Und der Grund, den sieht man hier so ein bisschen. Das hier sind Karteikarten, weil ich bin eigentlich die ganze Zeit nur am Lernen für Klausuren. Jetzt aber nochmal zurück zur Wand, also um genau zu sein, zu dieser Wand hinter mir. Da soll ein großes Whiteboard hinkommen, aber wie ihr seht, ist hier noch nichts. Warum ein Whiteboard? Egal was du mit Software machst, gerade in der Architektur, ist es extrem wichtig, ein Whiteboard zu haben. Das wird mega unterschätzt, wenn man nichts mit Informatik macht, aber jeder Informatiker wird mir beipflichten, es gibt nichts Besseres als irgendeine Architektur, einfach mal an ein Whiteboard zu werfen und wieder wegzuwischen und zu korrigieren und so weiter. Das ist einfach ein unerlässliches tägliches Tool. Klar kannst du auch auf Papier schreiben, aber es macht halt echt keinen Spaß. Und mit diesem Whiteboard war eigentlich auch gedacht, dass wir hier ein richtig cooles Video für Code Overflow machen, wo wir ja letzte Zeit schon wieder am dran arbeiten sind, die ganze Architektur neu aufgesetzt haben und uns viele, viele Gedanken machen und so ein bisschen auch das Zeug einfließen lassen, was wir in all den Jahren Studium gelernt haben. Allerdings können wir das jetzt hier nicht machen, weil hier in diesem Raum noch nichts fertig ist. Das heißt, für mich geht es in circa 2 Stunden in die Uni. Dort haben wir nämlich Whiteboards, die wir nutzen können, wenn die Räume frei sind, wofür wir keine Garantie haben. Immer besser ein eigenes Arbeitszimmer zu haben. Nee, also da gehen wir nachher hin. Bis dahin muss ich jetzt allerdings noch ein bisschen lernen. Denn die nächste Klausur ist in weniger als 2 Wochen und ich bin nicht schlecht vorbereitet, aber ich muss definitiv noch ein bisschen was tun. Wenn ich jetzt hier gerade zur Uni laufe, dachte ich, es ist ein super Zeitpunkt, um bei minus 10 Grad mal noch kurz die Hintergrundgeschichte von Code Overflow zu erklären. Das war ja ursprünglich mal der Versuch von uns, einen Coding-Livestream zu machen. Kommt auch irgendwie so ein bisschen der Name. Und die allererste Idee war, hey, dieser scheiß Wind, ey. Die ursprüngliche Idee war, ich habe vor einiger Zeit mal mit einem Raspberry Pi und einer DMX-fähigen Disco-Lampe so eine Beleuchtung gebaut. Es wäre doch eigentlich cool, so irgendwas hart zu coden im Stream, damit der Chat diese Lampe steuern kann. Ja, und daraus ist dann irgendwie so ein kleines Framework geworden, wo man mit dem Chat einfach alles machen kann. Und jetzt wollen wir das Ding nochmal auf eine Stufe höher stellen.
klar ist, der Grundgedanke von Code Overflow ist irgendwo so ein bisschen die Unterhaltung. Das heißt, dass wir im Stream zusammen live coden. Aber natürlich wollen wir auch ein geiles Endprodukt haben. Und dieses Endprodukt möchten wir noch viel weiter treiben, als wir das ursprünglich gedacht haben. Und deswegen haben wir vor einiger Zeit uns dann zusammen hingesetzt und gesagt, okay, wir fangen nochmal komplett von vorne an und bauen eine fette Architektur, die nicht nur für Chat gedacht ist, sondern wo du alles, was bei einem Livestream passiert, wie zum Beispiel den Sub, ein Follow, ein Rate und alles, irgendwie zusammen verwurschteln kannst und mit dem es dann super einfach auch für Anfänger möglich sein soll, da Code zu schreiben, um irgendwas Cooles im Stream zu machen, was den Mehrwert für die Zuschauer bietet. Das ist also so ein bisschen die Idee dahinter und der Grund, warum wir nach Code Overflow 2 jetzt auch erstmal Pause damit gemacht haben und uns hingesetzt und vor allem viele Diagramme gezeichnet. Und heute geht es dann nämlich auch weiter. Klar ist, wenn man so eine große Architektur, eine komponentenbasierte Architektur, eine Plugin-Architektur, wie ich sie jetzt schon vorgebaut habe, baut, da braucht man viel Planung am Anfang. Und auch wenn natürlich die Entwicklung an sich agil und fortschreitend sein sollte, dass man nicht das gesamte System gleich am Anfang entwirft, braucht es am Anfang, man nennt das den Architectural Spike, also so eine Grundentwicklung, damit man überhaupt weiß, was man macht. Und genau dafür treffen wir uns jetzt gleich zum zweiten Mal in der Uni. Und wenn ihr glaubt, das ist lustig, bei so einer Temperatur zu vloggen, ist es nicht. Hallo. Wir haben 3 Minuten Zeit zum Einarbeiten. Achso, die 3 sind echt rum. Nein. Unterstützt durch Produktplatzierung. André, sehr gut machst du das. 7702 zwingt mich in keiner Weise, meine Arbeitsstunden für dieses Projekt aufzuwenden. Ich bin sehr glücklich, einen Freund und einen Mitarbeiter wie Scale 702 zu haben, da er sehr klug ist. Schaut seinen Stream. Okay, wir haben es mittlerweile geschafft, dass wir so komisch abstrakt unterwegs sind, dass wir keine Pattern mehr finden, die unsere Probleme lösen. Eigentlich ist das hier das Registry-Pattern und es gibt sie, glaube ich, auch gar nicht. Also vielleicht stellen wir die falschen Fragen, aber wir sind jetzt irgendwie so weit, dass unser komplettes Typmodell gar nicht mehr aufgeht. Immerhin ist es minzig. Ich versuche jetzt gar nicht erst, das Ding hier im Detail zu erklären, weil das wird wahrscheinlich nicht gut gehen. Aber was man hier letztlich sieht, ist die Überlegung, wie man verschiedene Chats zum Beispiel hier reinhängen kann und die sich dann richtig verwalten, dass man immer den richtigen bekommt, dass die Anbindung da passt, dass die Login-Daten richtig passen, dass es richtig gespeichert wird und dass man halt auch darauf arbeiten kann, ohne dass man irgendwie die Typisierung, die beim Kompilieren entsteht, kaputt geht. Und lustig ist, dass wir alle drei echt schon viele Vorlesungen auf dem Bereich hatten und trotzdem am Ende unseres Wissens sind und kurz davor waren, komplette Klassen dynamisch zu erzeugen, was definitiv der falsche Weg ist. Also ich bin sehr gespannt, wie das finale Produkt dann am Schluss funktionieren wird. Mittlerweile bin ich wieder zu Hause im Büro angekommen. Da haben wir uns heute echt eine heftige Session geliefert. Eigentlich wollten wir sowas wie ein Paket- oder Komponentendiagramm aufstellen, damit wir einfach mal an einen Punkt kommen, wo jeder weiß, was er zu tun hat und wir einfach anfangen können zu implementieren. Aber Alter, ich weiß gar nicht, warum das so kompliziert ist, aber irgendwie diese Erweiterbarkeit, die wir haben wollen, weil wir wissen halt, was alles möglich ist mit Twitch und mit den ganzen Services und was du da alles verbinden kannst und was du für geile Scheiße am Schluss damit machen kannst, wollen wir das halt so erweiterbar wie möglich halten. Das stellt uns vor Herausforderungen, wo sogar die fortgeschrittenen Vorlesungen uns irgendwie keine Antworten geben konnten. Also es gibt in der Softwareentwicklung sogenannte Pattern, das sind quasi Antworten auf immer wieder kommende Probleme, aber wir sind irgendwie an einen Punkt angekommen, wo wir gerne 2 oder 3 Pattern verbinden würden und theoretisch müsste das Problem auch schon jeder, der mal in irgendeiner Art so eine Architektur bauen wollte, gehabt haben. Aber wir finden einfach keine Lösung und jede Lösung, die wir irgendwie haben, hat dann doch irgendwas mit Reflections zu tun und Reflections in Java. Also letztlich brichst du so ein bisschen die Regeln, die mal jemand anders aufgestellt hat und für ziemlich gut befunden, sage ich mal damit. Das macht in manchen Kontext Sinn, aber meistens ist es nur ein Hinweis darauf, dass du irgendwo einen Designfehler hast. Deswegen werden wir nochmal weiter und weiter machen müssen. Es war aber trotzdem mega spannend. Der restliche Tag allerdings ist jetzt alles andere als spannend. Ich habe jetzt noch ungefähr 1 Stunde, um weiterzulernen, denn ich bin bei weitem noch nicht so weit, wie mein Plan das für heute vorführt. Dann werde ich noch 2 Stunden im Zug sitzen. Das ist auch nicht so spannend, um ganz ehrlich zu sein. Und dann werde ich heute Abend vielleicht... Ich würde einfach mal sagen, ich sage Dankeschön fürs Zusehen. Das war der heutige
Vlog. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß an dieser kleinen Studiotour und ein bisschen hinter den Kulissen, was eigentlich bei Code Overflow so abgeht. Und wenn noch irgendwas Cooles heute passiert, fasse ich das für euch nach dem Outro zusammen. Aber ansonsten sage ich mal, Dankeschön fürs Zusehen. Macht's gut. Bis bald. Lasst mir gerne euer Feedback da, wie einfach so kleine Tagesausflüge quasi hier auf meinem Kanal in meinem alltäglichen Leben findet. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Macht's gut, Leute. Ciao. Das war albern. Na 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 na. Und es ist doch noch was Spannendes passiert, denn die Aufnahmen, die ihr gerade gesehen habt, die sind von der Band Stranded in Paradise und die sitzen jetzt hier gerade neben mir. Hi! Hallo! Erzählt mal so ein bisschen, wer ihr seid, woher ihr kommt und was ihr jetzt so macht. Genau, wir sind Chrissy und Joni. Wir haben vor einem Jahr eine Straßentour gemacht von Barcelona bis nach Berlin und alle Großstädte, die auf dem Weg liegen, und genau, haben einfach gemerkt, mitten auf der Straßenmusiktour, wie geil das war, auch Menschen kennenzulernen, auf der Straße Musiker, Menschen aus der ganzen Welt, die keine anderen Sprachen reden, nur sich durch Musik verbinden, und hatten immer mehr Lust, einfach Songs zu schreiben und die gleich zu spielen. Mitte März werden wir ein Video raushauen, wo wir ein paar Songs spielen, einfach live in chilliger Atmosphäre, und wir hoffen, dass euch das richtig gut gefällt. Hat richtig viel Spaß gemacht. Ich kenne die beiden schon ein bisschen länger und ich habe das, was ihr gerade eben gesehen habt, auch schon am Stück gesehen. Deswegen kann ich auf jeden Fall ganz ehrlich sagen, dass es sich lohnt. Wo sollen die Leute vorbeischauen, um up-to-date zu bleiben, wann das Video online kommt? Auf Instagram, Stranded in Paradise Band. Stranded in Paradise.